Hallo liebe Finanzmarkt-Welt-Community, das Handelsblatt titelt Kalt, Dunkel, Teuer. Und da braut sich ja etwas zusammen. In der nächsten Woche soll das Gas abgestellt werden und deswegen müssen wir uns um die Märkte kümmern. Das heißt, wir müssen uns um unser Geld kümmern, damit wir uns die hohen Energiepreise noch leisten können. Und deswegen wagen wir mal wieder einen Blick auf die Märkte und loten aus, wo es mögliche Trading-Ideen gibt. Das heißt, wo es etwas zu verdienen gibt am Markt in den nächsten Wochen, vielleicht auch in den nächsten Monaten. Schauen wir uns wie immer zuerst den DAX Future an. Ich bin ja ein großer Anhänger der Charttechnik und Charttechnik hat viele Facetten und mir geht es ja nur allein darum, tatsächlich den Markt zu lesen, also herauszulesen aus den Fußstapfen der Marktteilnehmer, wohin sich das Geld bewegt, beziehungsweise wo sind die Käufer stark, wo sind die Verkäufer stark. Daraus ergibt sich dann, gepaart mit einem soliden, konservativen Risiko- und Money-Management, daraus ergeben sich dann Trading-Ideen, mit denen wir an der Börse noch versuchen, einfach die nächste Stromrechnung zu bezahlen. Gucken wir uns den DAX an. Wir haben gerade ganz frisch das letzte Verlaufstief aus dem März erreicht. Und wenn wir mal zurückblicken, wir sind von 14.600 Punkten, sind wir fast straight nach unten gelaufen. Es gab mal so ein bisschen Gewackel, Gezappel, schon mal so Schatten unten gesehen. Das war schon ein bisschen Zeichen dafür, dass die Käufer schon aktiv werden. Dann gab es nochmal so einen finalen Stoß nach unten. Und jetzt an diesem Unterstützungsniveau, wo die Verkäufer sich schon so weit aus dem Fenster gelehnt haben, ist erstmal wieder mit einer Gegenbewegung zu rechnen. Also mit steigenden Kursen. Wo kann die Reise hingehen? Wenn wir uns das ganze Bild anschauen, ist es nicht auszuschließen, dass wir wieder Richtung 14.800 Punkte laufen. Dort abprallen. An dem Short-Einstieg, den ich zuletzt knapp verpasst habe. Aber wenn wir uns mal so grob in der Mitte orientieren, im Bereich 13.600 bis 13.800, hier haben wir noch so ein kleines offenes Gap. Und wenn jetzt der DAX in den nächsten Tagen zügig ansteigt, dann haben wir eine gute Chance, dass in diesem Preisbereich wieder Verkäufer aktiv werden und den Markt nach unten drücken. Das heißt, hier befindet sich eine kurzfristige Chance für kurzfristig ausgerichtete Marktteilnehmer mit Stop-Loss über der 13.800 Punkte-Marke und mit Ziel irgendwo so im Bereich knapp unter 13.000. Und das ist das die kurzfristige Variante. Längerfristige Variante wäre nochmal ein Short-Einstieg im Bereich 14.8, sind wir aber momentan weit entfernt. Bodenbildung kann natürlich auch ausgenutzt werden. Da hatte ich mich zuletzt schon zum Beispiel bei der SAP, wenn Sie sich da mal einen Chart angucken, oder die Adidas, sind beide an sehr markanten Unterstützungsniveaus angekommen. Da habe ich mich schon mal eingekauft. Da kann man jetzt sogar schon den Stop-Loss nachziehen. Denn es ist ja nicht auszuschließen, dass noch eine weitere Abwärtsbewegung kommt. Also, dass der Markt tatsächlich nochmal Schwäche zeigt. Aktuell sehe ich das noch nicht. Aktuell eher wieder den Weg nach oben. Und hier kommt es jetzt drauf an, wie sich der Markt tatsächlich in den nächsten Tagen verhält. Schauen wir uns den S&P 500 an. Und hier ist es noch deutlicher. An den US-Börsen haben wir einen klar bestehenden Abwärtstrend. Punkt. Das haben wir im DAX eigentlich eher nicht so. Und im S&P 500 ist das aber klar der Fall. Wir haben uns zuletzt über das Widerstandsniveau schon ein Stück weit hinaus bewegt. Dann kam der Rücksetzer und jetzt kämpfen wir wieder mit der Hürde. Und je stärker der S&P ansteigt, Kurse im Bereich 4.100 bis 4.200 Punkte, wäre ein sehr starkes Zeichen, dann dürften wir wahrscheinlich bis in den September hinein erstmal weiter so ein bisschen Seitwärtsbewegung hier sehen. Kommt der S&P, kommen die US-Märkte, ich sag mal, vom aktuellen Niveau nochmal stärker unter Druck, dann müssen wir mit weiteren Rücksetzern in Richtung 3.500 bis 3.600 Punkte rechnen. Ganz kurz nochmal auf das große Bild im Dow Jones. Da haben wir ein sehr markantes Unterstützungsniveau zuletzt schon erreicht. Was mir tatsächlich für die Märkte allgemein fehlt, ist nochmal so ein Panikszenario. Also wo wirklich panikartig nach unten verkauft wird. Und da warte ich noch drauf, da
bin ich gerade auch dabei, noch ein Video bei mir auf dem YouTube-Kanal, Mario Steinrücken, können Sie gerne abonnieren, würde ich mich sehr freuen, zu dem Thema, wie so ein Panikszenario aussehen würde, worauf man da achten muss, was tatsächlich klare Indizien sind, dass man sagen kann, okay, jetzt ist die Panik da, wo die Panik am größten ist, bieten sich die größten Chancen. Unbedingt angucken, werde ich in den nächsten Tagen veröffentlichen, vielleicht sogar schon unter das Video verlinken, sollte ich das Video schon fertig kriegen. Also, Panikszenario fehlt noch, aber im Dow Jones haben wir dieses sehr markante Unterstützungsniveau bereits erreicht und das kann auch gut für eine längere Bodenbildung mal noch halten. Achtung im Euro, da sieht es mal richtig schlecht aus. Der Euro ist hier, wenn wir mal zurückblicken, 2015, 16, 17, hatten wir immer wieder den Bereich 1,04, 1,05 angelaufen, abgeprallt. Und jetzt zuletzt auch angelaufen, abgeprallt. Da hatte ich beim ersten Test, habe ich damit gerechnet, dass wir bis 1,11, 1,12 laufen. Ist nicht gekommen. Der Einstieg war gut, aber nach oben war es nicht so Premium. Und dann zweite Test und da habe ich hier mein zweites Szenario ist in Kraft getreten, was dann tatsächlich auch jetzt leider so Gestalt angenommen hat. Nämlich wir sind unter dieses Unterstützungsniveau ausgebrochen. War ein klares Zeichen dafür, ach du Kacke, hier seitwärts auf niedrigem Niveau, nicht gut. So, jetzt kommt der Ausbruch. Was passiert denn? 1,03, 1,0350 ist jetzt wieder ein Short-Niveau. Also hier in dem Bereich des Widerstands bietet sich an, eine Short-Position einzugehen. Das heißt, darauf zu spekulieren, dass der Euro wieder nach unten abtaucht. Und dann hätten wir das Ziel so im Bereich 0,96, 0,97. Schauen wir uns den Ölpreis an. Na, hier kalt, dunkel, teuer, Winter. Wie sieht's denn da aus? Der Ölpreis ist zuletzt ja zurückgekommen. Euro gefallen macht für uns persönlich jetzt erstmal insgesamt keine Entspannung an der Tankstelle. Und vom Ölpreis, der hat jetzt erstmal das Unterstützungsniveau erreicht und hier, wir haben es jetzt schon gesehen, dass da wieder Kaufdruck entsteht. Also im Ölpreis rechne ich damit, dass wir die Unterstützung hier so schnell nicht unterschreiten, dass wir hier vielleicht ein Stück weit seitwärts laufen werden, was bei fallendem Euro für uns wieder teurer wird. Gucken wir uns den Goldpreis an. Und der Goldpreis hatte sich zuletzt ja relativ gut geschlagen. In den letzten Tagen ist aber ordentlich Verkaufsdruck aufgekommen. Achtung, merken Sie sich, so den Bereich 1670 bis 1700 US-Dollar gab es zuletzt auch immer Reaktionen. Die Verkäufer haben sich auf dem Weg nach unten schon ordentlich verausgabt, damit gute Chancen, dass wir hier eine Aufwärtsbewegung sehen werden. Im Silber auch so gekommen, wie erwartet. Das Unterstützungsniveau wurde unterschritten, die Aufwärtsbewegung und darauf gilt es immer zu achten. Zuerst haben wir Schwäche nach unten gesehen und dann fehlende Stärke nach oben. Und das ist ein klares Zeichen, Achtung, wenn so Dynamik aufkommt, dass dann nochmal Dynamik hinterher folgt. Und die haben wir jetzt gesehen. Und jetzt sind wir schon wieder im Bereich langfristig ausgerichteter Unterstützungsniveaus, optimale Einstiege. Man sollte nicht all in gehen auf dem aktuellen Niveau, aber ein langfristig über mehrere Jahre angelegter Einstieg ist aktuell sehr, sehr interessant. Sollte sich aber noch ein bisschen Pulver trocken halten, um vielleicht nochmal dieses absolute Ausverkaufsszenario mitnehmen zu können. Das könnte im Bereich 16 bis 16,50 ein Ende finden. Darauf gilt es aber noch zu achten, wenn wir entsprechend die Anzeichen sehen, die ich in meinem Video hier zeigen werde. Gucken wir uns mal das Silber in Euro an. Und das hat sich ziemlich gut gehalten. Und damit zeigt sich, dass die Edelmetalle, Goldpreis könnten wir uns auch umgucken, sieht ganz ähnlich aus oder noch ein bisschen stabiler, sind schon ein Schutz vor Inflation. Aus charttechnischer Sicht auch ganz spannend, auch wenn es nur das Silber in Euro gerechnet ist. Aber wenn wir uns anschauen, markante Verlaufshochs, waren Widerstand, wurden zur Unterstützung, haben immer wieder Käufe angezogen, die den Markt nach oben gedrückt haben. Und genau das ist Charttechnik. Da geht es nicht einfach darum, Linien einzuzeichnen, sondern zu verstehen, wo die Marktteilnehmer aktiv werden, wo es sich lohnt, in einen Markt einzusteigen, um entsprechend davon profitieren zu können. Das mit Hilfe der Charttechnik.
Und mit Hilfe der, naja, Charttechnik oder Marktanalyse konnte man zuletzt auch gut den Kupferpreis einordnen. Wir hatten dynamische Bewegungen nach oben mit nur so kleinen Rücksetzern. So, und dann fing aber an, der Aufwärtstrend in eine Seitwärtsbewegung überzugehen. Dann haben die Käufer es hier verbaselt, weiteren Kaufdruck ja, nachhaltig auszuüben, also eine weitere Trendfortsetzung. Käufer haben es verbaselt, wenn die eine Seite schwach ist, wie die andere Seite stark. Verkäufer haben das Ruder übernommen und so muss man im Trading oder in der Marktanalyse immer denken. Gucken, wer hat die Oberhand, wer ist schwächer. Das Unterstützungsniveau wurde angelaufen, gab nochmal eine Gegenbewegung und dann bam, jetzt finale Abverkäufe. Verkäufer haben sich ordentlich weit aus dem Fenster gelehnt. Das heißt, an der Unterstützung ist mit einer Reaktion zu rechnen. Und sowas kann man im Trading entsprechend ausnutzen. Und wenn auch Sie weiter davon profitieren möchten, beziehungsweise wenn Sie sich auch dem Thema Marktanalyse, Marktverständnis weiter nähern möchten, wenn Sie kalt, dunkel, teuer dazu nutzen möchten, hier Rechnung zu bezahlen. Wir sind zwar keine Notenbank, dass wir Geld drucken können, so wie wir es wünschen, aber wir können die Märkte dazu nutzen, tatsächlich dort Geld für uns abzuschöpfen. Und das funktioniert meiner Meinung nach einfach sehr gut mit der Marktanalyse, dass man wirklich guckt, wer ist im Vorteil, dass man dafür ein Auge sich aneignet und das gar nicht so schwer zu erlernen. Und ja, Börse, Trading, Lernen, darum geht es auch auf meinem YouTube-Kanal. Deswegen abonniert ihn gerne, ich würde mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen ein wunderbares Wochenende. Genießen Sie auch mal die börsenfreie Zeit. Lassen Sie die Börse Börse sein. Am Montag hat sie wieder geöffnet und da können wir uns wieder drum kümmern.